die Strandidylle trügt. Ich bin in Estland, in der Nähe zur russischen Grenze. Und erlebe, wie im Sommer 2022 aus einem harmlosen Gespräch ein handfester Streit entstehen kann. Ist in diesem Jahr etwas anders hier wegen der derzeitigen Situation? Wenn es draußen heiß ist. Sag nichts, lass das. Ihr Mann will nicht. Nein, ich will nicht. Er hat Angst, wir nicht. Es gibt jetzt Kampfhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Na klar, das ist schlimm. Ein Krieg bedeutet immer Dreck, Mord, Grausamkeit, Verluste. Verlust von Zuhause und Verlust der Familienangehörigen. Krieg ist etwas Furchtbares. Und was meinen Sie, wer ist schuld? Für mich sind beide schuld. Sagen Sie, wenn in einer Familie gestritten wird, ist einer schuld oder beide? Guten Tag. Wenn man sie in ihrem Land überfällt, sagen sie dann auch, beide Seiten sind schuldig? Oder trägt nicht doch der Angreifer Schuld? Ich möchte mit Ihnen nicht über dieses Thema sprechen. Ich bin vor den Bomben geflohen, vor dem Schrecken. Wir fühlen mit Ihnen. Nicht beide Seiten sind schuld. Man hat unsere Städte überfallen. Wo haben Sie gewohnt? In Tschernigow, an der Grenze zu Belarus. Am 24. Februar haben sie angefangen, uns zu bombardieren. Aber in Tschernigow war kein Krieg. Natürlich gab es. Sind Sie verrückt? Das ist ja unglaublich, wie Sie hier sitzen und was Sie mir erzählen. Die Hälfte der Stadt existiert praktisch nicht mehr. Ich musste flüchten. Bei Belarus? Ja, an der Grenze zu Belarus. So viele Menschen sind ums Leben gekommen. Ich bin aus Tschernigow und Sie wollen mir erklären, dass es dort keinen Krieg gab. Ich mache Ihnen ja keine Vorwürfe, aber Sie glauben blind an die Informationen, die man Ihnen vorsetzt. Vielleicht ist es eine Strafe. Eine Strafe Gottes. Eine Strafe? Sie meinen, wir haben es verdient? Wahrscheinlich. Sie werden für diese Worte auch bestraft. Wie kann man so grausam sein? Ihr alle, die das unterstützt, ihr seid auch verantwortlich. Für den Tod jedes Kindes. Das ist doch reine Propaganda. Ja, der Tod von Kindern, Propaganda. Mein Name ist Christoph Franzen. 10 Jahre war ich Korrespondent in Moskau. Jetzt bin ich unterwegs im Grenzgebiet. Auf der einen Seite Russland, auf der anderen die Europäische Union. Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. In diesem Film bereise ich nicht nur zwei Seiten der Grenze, ich reise auch in zwei Zeitalter. Vor Beginn des Ukraine-Krieges und danach. 2021 begegnete ich in dieser Region bemerkenswerten Menschen. In diesem Film zeige ich, was sie damals sagten und will erfahren, wie es ihnen heute geht. Dabei erlebe ich auch schockierende Sinneswandel. Meine Reise im Herbst 2021 begann auf der russischen Seite, in einem geopolitisch bedeutenden Gebiet. Hier ist die Grenze zwischen Russland und dem Baltikum. Das Gebiet, wo Russland auf die NATO und die EU trifft. Die erste Begegnung, die ich damals hatte, war eine sehr angenehme. Sehr angenehm. Christoph, guten Tag. Marina. Ich traf auf Marina, genannt die Storchenmutter. Warum kümmern Sie sich um Störche? Das ist eine lange Geschichte. Sie dauert seit etwa 20 Jahren. Ich bin von Rostov am Don ins Smolensker Gebiet umgezogen und war so von den Störchen fasziniert. Ich kann es bis jetzt nicht fassen, dass diese großen, schönen Vögel neben den Menschen leben und keine Angst vor ihnen haben. Dort, wo ich früher gewohnt habe, in der Großstadt Rostov im Süden Russlands, da gab es keine Störche. Für uns war das ein rares Wunder. Und hier sind es so viele.
Seit Jahren rettet Marina Störche, die sich verletzt haben. Zum Beispiel an Stromleitungen oder auf der Straße. Nachdem sie in einer Fernsehshow aufgetreten war, hatte sie mehrere tausend Franken Spendengelder erhalten. Sie selber schaue lieber kein Fernsehen mehr. Seither sei sie viel ruhiger. Doch ganz ausblenden lässt sich die Politik nicht hier im Grenzgebiet. Hier ist doch Grenzgebiet, merkt man das? Das merkt man. Ich denke, ab und zu werden unsere Telefone abgehört. Ernsthaft? Ja, es wird abgehört. Natürlich. Und das merkt man. Wisst ihr das etwa nicht? Die Menschen sind sehr vorsichtig, wenn sie ausländische Autokennzeichen sehen. Es gibt hier sogenannte DND-Schnicki, so ein freiwilliges Volksregiment. Sie schauen, dass hier alles in Ordnung ist und berichten den Grenzschutztruppen über alles. Ihr werdet auch beobachtet. Ihr denkt wohl, keiner interessiert sich für euch, aber ihr werdet beobachtet. Hühnerköpfe für die Störche. Für die Störche ist die ganze Welt offen. Sie kennen keine Grenzen. Dumme Leute haben sich Grenzen ausgedacht. Sie führen ewige Kriege. Und wozu? Man kann doch in Frieden leben, Kinder großziehen, Getreide anbauen und diese wunderbaren Vögel retten. Was soll man da noch sagen? Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, was mich 9 Monate später erwartet. Am 24. Februar marschierten die russischen Truppen in der Ukraine ein. Ich habe heute eine militärische Spezialoperation angeordnet. Die Welt veränderte sich, auch für mich als Journalist. Marina im überwachten russischen Grenzgebiet noch einmal zu besuchen, scheint mir zu heikel. Mein russischer Kameramann Jewgeni fährt alleine hin und nimmt für mich das Interview auf. Ich selbst melde mich über Videotelefon. Guten Tag, Marina. Guten Tag, Christoph. Gruß aus Russland. Schnell wird klar, Marina ist nicht mehr die gleiche wie im letzten Herbst. Russlands schärfste Waffe, die Fernsehpropaganda, scheint voll zugeschlagen zu haben. Als man uns das alles gezeigt und ausführlich erzählt hat, wie das gewesen ist, haben wir einen Schock gekriegt, natürlich. Ich habe so viel Fernsehen geschaut. Für einen normalen Menschen ist es unerträglich, sowas anzuschauen. Die Gräueltaten, die die ukrainischen Nazis dort begehen gegenüber der Zivilbevölkerung, wie sie Kinder töten. Warum beschießen sie die Wohnhäuser und zerstören die ganze Infrastruktur? Das ist doch die Taktik der verbrannten Erde. Man ruft alle auf, gegen Putin zu kämpfen. Auch mit Hilfe der Hexerei. Man trommelt dort alle Hexen zum Hexensabbat zusammen, damit sie hexen und so gegen Putin kämpfen. Für mich ist das ein klares Zeichen. Marina, aber... Darum haben wir uns alle um den Präsidenten vereinigt und unterstützen ihn. Ich bete für unseren Präsidenten, damit er genug Kraft und Gesundheit hat, alles in Ordnung zu bringen. Damit endlich der Frieden kommt. Sie wissen aber, dass wir ein ganz anderes Bild vom Krieg haben. Ja, ein ganz anderes Bild. Das, was wir dort selbst sehen, unsere Kollegen vor Ort, was wir bei uns im Fernsehen zeigen, das ist ganz ein anderer Krieg als... Christoph, ich möchte etwas sagen. Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Aber wenn Ihre Kollegen zeigen würden, was in Wirklichkeit vorgeht, dann verlieren sie ihren Job. Entschuldigen Sie mich, dass ich Ihnen das jetzt sagen muss, aber Sie zeigen Russland als Aggressor. Sie würden doch nie so etwas zeigen wie den Film, der hier vor kurzem rausgekommen ist. Marina, die Storchenmutter. Über mich, über gute Menschen. Dieser Film würde im Westen nie gezeigt.
Aber wir haben sie doch als einen wunderbaren Menschen gezeigt, so wie sie sind. Ja, ja. Wir haben doch gezeigt, wie sie sagen, dass die Störche Symbol des Friedens sind, dass sie überall hinfliegen und keine Grenzen haben und dass die Menschen auch so sein sollten. Ich möchte, dass die Menschen in Frieden leben. Marina, aber Sie wissen bestimmt, nach UNO-Angaben sind bereits etwa 400 Kinder ums Leben gekommen. Ja, der Preis ist hoch, zweifellos. Aber ich bin heute stolz, dass Russland den Donbass unter seine Fittiche genommen hat. Der Krieg wird nicht gegen die Ukraine geführt. Der Krieg findet nur auf ukrainischem Territorium statt. Russland kämpft allein gegen den Vereinten Westen. Verzeihung, aber so ist es. Sie haben alles gemacht, um unsere Regierung zu beseitigen und eine neue einzusetzen. Eine Regierung, die das tut, was der Westen von ihr verlangt. Wir brauchen diese Kliniken für Geschlechtsumwandlung nicht, Transgender, Schwulen-Community und so weiter. Wir brauchen das nicht, was jetzt in Europa so bunt aufblüht. Wir wollen nicht, dass bei uns gleichgeschlechtliche Ehen getraut werden. Wir wollen nicht, dass es Elternteil 1 und Elternteil 2 gibt. Jetzt kämpfen wir dafür, dass Kinder einen Vater und eine Mutter haben. So ist es. Tut mir leid. Sie meinen, Sie führen den Krieg in der Ukraine, damit ein Kind Vater und Mutter hat? Damit in Russland Kinder Vater und Mutter haben. Wo ist der Zusammenhang zwischen dem Krieg und Mama und Papa? Die Gebiete, die Russland bereits eingenommen hat, gehören Russland. Die Ukraine hat diese Gebiete verloren. Russland hat seine Grenzen wiederhergestellt. Es hat sich den Donbass und die Krim zurückgeholt. Diese perversen Teufelswirte aus dem Westen wollten auch bei uns eindringen, zusammen mit dem Liberalismus. Gott sei Dank gibt es jetzt einen eisernen Vorhang. So werden wir nichts dergleichen haben. Wir hoffen, dass Russland sich von den Knien erhebt und die Industrie wieder aufgebaut wird. Ich komme wieder mal persönlich vorbei, wenn ihr nicht einen eisernen Vorhang baut. Also die große chinesische Mauer werden wir nicht errichten. Ich würde mich sehr freuen, Christoph, Sie wieder persönlich zu sehen. Tut mir leid, dass ich so emotional wurde. Aus der friedvollen Storchenfrau wurde eine glühende Verfechterin von Putins Angriffskrieg. In ihrem Bekanntenkreis seien bereits getötete Soldaten beerdigt worden, sagte sie. Ich frage mich, erklärt das auch ein wenig ihren radikalen Sinneswandel? Neben dem Fernsehen traut Marina den Priestern der orthodoxen Kirche. Bereits letzten Herbst waren wir im Kloster Petschori, nahe der Grenze zu Estland, und haben dort gehört, welche Ideen man hier predigt. Leiter des Klosters ist Bischof Tichon. Er gilt als Beichtvater Putins. Bei unserem Besuch leitete er gerade eine Zeremonie. Der junge Mann opfert 4 Haarsträhnen, um in ein höheres Amt aufgenommen zu werden. Allmächtiger Gott, erwähle deinen Diener. Bischof Tichon wollte uns keine Audienz gewähren. Aber dass er zum konservativen Flügel der orthodoxen Kirche gehört, bestätigt sich bald im Gespräch mit seinem Stellvertreter, Dekan Procher. Auch er ein Mann, der die Kreml-Linie vertritt, wenn es darum geht, wie Russland die letzten 30 Jahre erlebt hat. Alle haben gesagt, Freiheit. Wissen Sie, das Wort Freiheit ist ein grauenvolles Wort. Frei sein wovon? Welche Freiheit wurde uns angekündigt? Freiheit, Sünden zu begehen? Der Mensch ist Sklave der Sünde.
Im Evangelium steht, Christus kam zu uns und sagte, ich bin gekommen, um euch zu befreien von der Sklaverei der Sünde. Und in den 90er Jahren wurde dem sowjetischen Menschen gesagt, alles, was verboten war, ist jetzt erlaubt. Schauen Sie, praktisch die ganze junge Generation liegt auf dem Friedhof. Und warum? Alkohol, Drogen, alles ist erlaubt. Auch unkontrollierte Sexverhältnisse. Wir haben diese Generation verloren. In den 90er Jahren, meinen Sie? Ja. Und was hat sich danach geändert? Was geändert hat? Sehr viel. Stabilität. Stabilität. Die Grenze zu Estland ist hier ganz nahe. Wie sind die Beziehungen zum Nachbarn? Ich würde sagen, die Beziehungen sind immer besser geworden. Bis vor kurzem. Seit 10 Jahren, etwas weniger, gehen die Kontakte mit Vollgas runter. Es waren gute gemeinsame Beziehungen. Esten kamen zu uns. In der Stadt Pechori gibt es eine estnische Schule. Kinder lernen Estnisch. Warum haben sich die Beziehungen verschlechtert? Ich weiß nicht. Vielleicht wird ihnen dort, hinter der Grenze, erzählt, dass wir schlechte Menschen seien. Aus irgendeinem Grund haben sich die Verhältnisse genau von der anderen Seite verschlechtert. Es gibt ein gutes russisches Sprichwort. Willst du Frieden? Bereite dich auf den Krieg vor. Diese Militärübungen dort werden doch nicht ohne Grund durchgeführt. All diese Luftfahrtshows, Demonstrationen der Militärtechnik. Wir verstehen schon, dass das vielleicht nur eine Abschreckung ist. Aber die größte Abschreckung ist der Herrgott und sein Werk. Das Kloster betet jeden Tag. Wie vielmal am Tag, Jefemi? 3-mal am Tag beten wir. Für den Frieden auf der ganzen Welt. Sie beten für den Frieden, aber unterstützen den Krieg. Diese Bilder stammen aus dem Jahre 2022, nur wenige Tage nach Kriegsbeginn. Eine Predigt von Kyrill, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Möge Gott verhindern, dass in der derzeitigen politischen Situation die uns nahestehende brüderliche Ukraine in eine Richtung gelenkt wird, wo die bösen Kräfte, die seit jeher gegen die Einheit Russlands und der russischen Kirche kämpfen, die Oberhand gewinnen. Auf den ersten Blick völlig unpolitisch war letztes Jahr meine nächste Begegnung. Ich als Schweizer hatte von einem bekannten russischen Käseproduzenten gehört. Hallo? Hallo? Ist das hier das Geschäft? Guten Tag. Woher kommen Sie? Wir sind aus Moskau. Wir sind aus der Schweiz. Wir sind extra wegen diesem Käse gekommen. Sehr gut. Guten Tag, Dimitri. Freut mich. Wie macht man's hier? Wir tragen meist Masken und sind geimpft. Wir sind auch geimpft. Das ist übrigens ein Schweizer Käse, Belpa Knolle. Was? Belpa Knolle. Knolle? Ja, Knolle. Ist der importiert? Nein, den machen wir natürlich selber. Ich würde gerne wissen, ob er ähnlich schmeckt wie der in der Schweiz. Ein feines Stück. Bravo. Das ist Xusha, meine Frau. Guten Tag, sehr angenehm. Guten Tag. Man sagt, in Russland gäbe es nur Öl und Gas, aber es gibt auch solche Sachen. Öl und Gas sind nicht in Russland, sondern bei denen. Und bei uns gibt es den Rest. Wir trennen das. Bei denen, wer ist das? Das sind die da oben, unser Olymp.
Es gibt Russland und es gibt die Regierung. Es gab übrigens einen guten sowjetischen Film, Sie kennen ihn bestimmt. Da gab es einen treffenden Spruch. Die Regierung lebt bei uns auf einem anderen Planeten. Schnell merkte ich, Dimitri ist ein interessanter Zeitgenosse. Ehemalige Studienkollegen haben Spitzenposten in der russischen Regierung. Mit ihnen habe er keinen Kontakt mehr. Er sei zwar Patriot, aber auch Kritiker der Regierung. Zum Beispiel störe es ihn, dass Gasleitungen in den Westen führen, der Ort selbst aber keinen Gasanschluss habe. Im Hotelzimmer nach der Begegnung schaute ich mir russisches Fernsehen an. Schon damals, vor dem Beginn des Ukraine-Krieges, fühlte es sich an wie in einer Parallelwelt. Der Tenor: Russland wird bedroht und zwar vom Westen. Das Volk muss zusammenstehen. Oppositionelle sind Verräter. Was macht diese Dauerbeschallung mit Kriegsrhetorik mit den Menschen? Glauben Sie an den bösen Feind im Westen? Ich traf mich nochmals mit Kaiser Dimitri. Bei meinen früheren Reisen vor ein paar Jahren, immer wenn von Putin gesprochen wurde, haben die Leute gesagt, ja, das Leben ist schwer, aber wir respektieren Putin, weil er gegen Amerika kämpft. Für seine Außenpolitik wurde er aus welchen Gründen auch immer respektiert. Ja, genau, für seine Außenpolitik. Ich glaube, das ist eine typische Antwort. Man sagt bei uns, ja, es geht uns schlecht, aber dafür hat man auf der ganzen Welt Angst vor uns. Ohne Hosen, aber dafür mit Hut. Aber das, was erzählt wird, dass die NATO Russland angreifen könnte oder Russland das Baltikum, ist das hier ein Thema für die Menschen? Ja, das ist ein Thema. Ich kenne Leute, die haben vielleicht nicht gerade Angst, aber sie warten auf etwas. Leute, die die staatlichen Sender schauen. Ah, der hier ist gerade einer davon. Wir treffen uns jede Woche in der Sauna und jedes Mal sagt er, morgen beginnt der Krieg, damit du vorbereitet bist. Und ich sage ihm, wunderbar, ich bin bereit. Und der glaubt das wirklich? Ja, die glauben das. Paranoia war schon im Herbst 21 spürbar, hier im Grenzgebiet. Bei Aufnahmen im Zentrum wurde unser Kameramann Jewgeni auf einmal von einem Beamten in Zivil beschattet. Jewgeni rief uns an, wir sollen im Auto bleiben. Er melde sich. Kurz danach wurde er auf den Polizeiposten gebracht und war nicht mehr erreichbar. Unangenehme Momente. Insbesondere hier im Grenzgebiet. Nach 2 Stunden war er wieder draußen. Dass ein Kameramann verhaftet wird, nur weil er im Zentrum ein Lenin-Denkmal filmt, das überraschte mich dann doch. Damals machten wir uns schnellstmöglichst aus dem Staub. Macht das nichts, dass ich in blau-gelb gekleidet bin? Ich könnte hier angeklagt werden.
Я здесь сидел? Да. Или здесь? Здесь. Здесь. Угу. Ich wollte Sie zuerst fragen, können Sie überhaupt frei und offen reden über Ihre Meinung zur Situation in der Ukraine? Ich kann verhüllt reden, aber jeder kann dann verstehen, was ich meine. Damit man mich nicht wegen Falschinformationen bestrafen kann. Wir haben ja neue Gesetze. Jetzt kann niemand mehr bei uns ruhig offen reden. Leider. Aber was ich sagen kann, sage ich. Die Tatsache, dass man nicht mehr offen reden kann, spürt man das in der Gesellschaft? Klar spürt man das, ohne Frage. Und wie? Es sind viele Menschen, die zu uns kommen. Und das Publikum, das Käse mag, das sind meistens kultivierte Menschen. Und 99% von ihnen sehen die Situation derzeit in etwa so wie ich. Was bei allen fast gleich war, der große Schock. Und die Ungewissheit, wie man weiterleben soll. Was passiert in der Ukraine? Was meinen Sie? Ein Albtraum. Ein Horror. Unglaublich. Nichts Gutes. Warum gibt es denn Menschen wie Sie, die das verstehen und andere nicht? Die Menschen sind einfach unterschiedlich. Das ist alles. Es ist bemerkenswert. Nach diesen, sagen wir, Februar-Ereignissen hat sich alles geteilt. Die Welt hat sich in zwei Teile geteilt. Es gibt diejenigen, welche Mitleid haben, und solche, die blind der Propaganda folgen und nicht mehr nachdenken. Es gibt nicht diese feste Abgrenzung zwischen Russen und Nicht-Russen, sondern die, die einen Schmerz der anderen Menschen spüren können, und die, die das nicht können. So ist es. Ich wusste nicht, wie ich weiterleben soll. Ehrlich gesagt, ich habe gleich angefangen zu telefonieren und mich erkundigt, wie wir ausreisen können. Das war mein erster Gedanke. Man muss dringend, dringend, dringend abreisen, um nicht Komplize von diesem Unfug zu werden. Ich habe an die Deutschen während des Zweiten Weltkrieges gedacht, die auch gegen den Krieg gewesen sind. Ich hatte nie vorher solche Gedanken. Für mich waren immer alle Deutschen, Verzeihung, Faschisten. Das war natürlich sowjetische Propaganda. Aber jetzt beginnst du zu realisieren, es gab doch auch andere, die gegen die damalige Spezialoperation waren. Und dann hatte ich einen anderen Gedanken. Warum sollen wir ausreisen und nicht Sie? Sie sollen doch aus dem Land abhauen. Sie? Wer ist das? Sie? Das ist unser Olymp. Zentrum der Entscheidungsfindung, wie man heute zu sagen pflegt. Ich hoffe, dass Russland jetzt nicht als Ganzes, als Böse wahrgenommen wird, sondern nur einzelne Personen, die Leitung des Landes, die das macht, was sie jetzt macht. Es ist nur diese Hoffnung geblieben, dass man uns nicht allesamt hasst und als Faschisten bezeichnet. Ksyusha! Ihre Frau macht sich Sorgen. Ja, sie macht sich Sorgen. Dann kam im September 2021 der Moment, Russland Adieu zu sagen.
Eine Brücke führt von der russischen Grenzstadt Iwangorod zur estnischen Grenzstadt Narva. Dort ist EU- und NATO-Land. Ohne Probleme passierte ich damals die Grenze zu Fuß. Ich wollte wissen, wie schauen die Menschen auf der europäischen Seite auf ihren russischen Nachbarn. Die estnische Stadt Narva ist russisch geprägt. Für die hiesigen Industriebetriebe wurden während der Sowjetzeit Arbeiter aus ganz Russland geholt. 95% der Menschen sprechen noch Russisch. Gut ein Drittel hat den russischen Pass. Welchen Pass haben Sie? Einen estnischen. Bedauern Sie nicht, dass Sie keinen russischen Pass haben? Nein, ich bin sehr zufrieden hier. Es ist eine russische Stadt mit europäischem Flair. Eine bessere Version von Russland vielleicht. Möchten Sie nicht in Russland leben? Nein, ich hätte Angst dort. Wenn dir dort etwas passiert, dann weißt du nicht, wohin und was du tun sollst. Hier hast du das Gesetz. Ich weiß, an wen ich mich wenden kann. Das ist meine Meinung. Die junge Frau, die wir trafen, war gerade dabei, Wahlwerbung zu machen für die Bürgermeisterkandidatin Katri Reik. Die Wahl hat Reik gewonnen. Im Juli 2022 treffe ich sie dann persönlich. Noch 3 Minuten. Dann okay, dann setze ich mich wieder. Dann bin ich fertig. Kein Problem, danke. Also bleiben wir hier oder gehen wir hier? Was Sie lieber haben. Wenn Sie gerne etwas Schönes von der Stadt zeigen, ist das auch schön. Wenn Sie Zeit okay, haben. Ich mache es das zu Ende. Ja, wir haben Zeit. Ende. Vielleicht gehen wir einfach zum Fluss, zu dieser in der Kneipe Roro. Dann kann man dann schön sitzen, nach Russland gucken. Dann ist vielleicht schön Raum für Sie. Für Sie. Okay. Nach Russland gucken ist immer schön. Okay. 5 Minuten. Russland? Russland, ja. Ist ja friedlich. So sieht es aus. Gibt es noch Projekte zusammen mit den Nachbarn? Nein, wir sind alle geschlossen. Wir haben dann gemeinsame Investitionen gehabt in beiden Seiten. Ja. Und soweit ich weiß, ist alles, was mit Russland verbunden ist, zu. Ja. Nach 24. Februar kommt niemandem ins Kopf, etwas zusammen machen. Also, also das ist kein Thema mehr zusammen? Nein. Ja, und wie geht's Ihnen so jetzt mit der ganzen Geschichte, mit dem Krieg? Schwer. Schwer? Ja. Und niemand weiß, wie es einmal zu Ende geht. Aha. Und was bedeutet das Ende? Ja. Und was noch vor ist, ja. Vielleicht nehmen wir ein Bier. Ja. Es war eigentlich mein Ziel. Ah, okay. Darf ich? Ja. Hey, ist bitte. Aber darf ich einladen? Ja gut, freut mich. Gesundheit. Zum Wohl. Zum Wohl. Servus. Wenn ich so frage, jetzt ist der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg, auf welcher Seite stehen die Menschen in Narva? Sehr, 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 sehr schwer zu sagen. Am Anfang haben alle Maul gehalten. Niemand möchte nichts sagen. Im Moment weiß ich ganz viele Freundschaftskreise und Familien, wo ist der verabredet, überhaupt nichts vom Krieg sprechen. Man redet nicht drüber. Ja, man redet nicht darüber. Aha. So, die so offen pro Putin sind, die sind vielleicht die 10-20%. Dann ein Halb der Bevölkerung ist vielleicht mehr pro Putin. Ja. Und dann 30% ist vielleicht die verstehen, dass der Krieg in der Ukraine ist unser gemeinsamer Krieg. Ja, also in welchem Sinn unser gemeinsamer Krieg? Uns ist sehr wichtig, dass Ukraine gewinnt. Die haben den Krieg, um uns zu schützen. Ja. Wenn nicht Ukraine der wäre, der könnten auch wir sein. Ja. Aber also das ist eine Minderheitenmeinung hier. Es ist hier Minderheitenmeinung und wir arbeiten jeden Tag mit so einem kleinen Schritt in jedem Tag, um den Menschen zeigen, dass es wirklich sicher ist, aber sicher ist hier mit NATO und mit der Europäischen Union. Ja. Sicher ist hier, wenn wir die Mitglieder der zwei großen Familien sind.
Also eine Unsicherheit oder eine Angst, das spüren sie nicht. Angst nicht, Unsicherheit. Unsicherheit, was kommt morgen, muss jeder Mensch in Europa im Moment haben. Jeder Mensch. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für Narva und Iwangorod, für die Beziehung zwischen dieser kleinen estnischen Stadt und der russischen Nachbarstadt? Es gibt im Moment keine Beziehungen. Ich habe nichts gesprochen nach dem Anfang des Krieges mit dem Bürgermeister aus Iwangorod. Ja. Wieso rufen Sie nicht mal an, machen den ersten Schritt? Es kommt nicht ins Kopf. Geht nicht in den Kopf. Ja, nichts im Kopf. Das geht nicht. Ja. Es geht nicht mehr. Das Krieg ist ein sehr schwarz-weißes Ding. Schwarz ist Russische Föderation. Es ist ganz, ganz klar. Ja. Und hier gibt es keine Toleranz. Ehrlich. Ja. Und auch in näherer Zukunft keine mehr. Nein. Ja. Das war eindeutig. Guten Abend, Frau Bürgermeisterin. Guten Abend. Abends in einem Strandhotel außerhalb von Narva. Die junge Frau, die hier singt, ist die Wahlkämpferin von damals. Hauptberuflich ist sie Musikerin. Draußen dachten wir zuerst, es sei ihr Auto, das auf uns zufährt. Ich schaue und sehe eine blonde Frau. Dann winke ich ihr zu und merke, es sind ja gar nicht sie. Hat sie Ihnen zurückgewunken? Ja, hat sie. Eine freundliche Frau. Wir haben am Strand mit den Menschen über die Situation in der Ukraine gesprochen und plötzlich kam es zu einem Streit. Ah ja? Verzichte besser auf solche Gespräche hier in der Bar. Darf man das nicht? Wozu? Jemand hört etwas und fängt an zu agitieren, propagandieren und so weiter. Das wird als schmerzhaft empfunden. Ja, am Strand war es gleich. Aber das hier ist ein privates Unternehmen. Am Strand ist es schon okay, das ist das öffentliche Leben. Aber hier, das ist fremdes Territorium. Haben Sie hier manchmal Angst vor dem Krieg, nach dem, was in der Ukraine passiert ist? Nein. Einmal hat Wladimir Wladimirowitsch angedeutet, dass das Baltikum als nächstes auf der Liste steht. Und wir sind dann etwas erschrocken. Nein. Nein, uns muss man nicht retten. Es ist alles gut hier. Aber so wirklich Angst spüre ich nicht. Es ist schon möglich, dass etwas passiert. Aber das ist nicht mehr als eine Möglichkeit. Also so richtig Panik oder Angst gibt es nicht. Es ist einfach so, bevor der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, habe ich oft meine Bekannten dort kontaktiert und gefragt, bereitet ihr euch auf einen Krieg vor? Aber die meisten sagten, nein, es passiert doch nichts. Also, wir schließen diese Möglichkeit nicht aus. Aber wir haben keine Panik. Wenn was ist, wissen wir schon, was zu tun ist. Wir haben ja jetzt ein Beispiel. Einige Menschen fangen schon an, sich vorzubereiten, suchen Luftschutzkeller, graben auf ihren Dachas Bunker. Das gibt es schon seit Längerem. Das sind Menschen, die vom Typ her einfach immer besorgt oder unruhig sind. Aber in der Stadt generell gibt es keine Panik. Hätte Russland hier wieder einen größeren Einfluss, es würde viele Menschen im Baltikum hart treffen. Der Unabhängigkeitskampf gegen die Sowjetunion steckt noch tief im kollektiven Gedächtnis. Was am 23. August 1989 in den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen passiert ist, weiß im Baltikum jedes Kind. Die Menschen bildeten eine 600 Kilometer lange Kette durch alle drei Länder hindurch. Über 2 Millionen Menschen demonstrierten Hand in Hand für ihren Traum. Die Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Der Höhepunkt eines jahrelangen Kampfes.
Der Kampf war erfolgreich. Litauen erklärte 1990 die Unabhängigkeit. Lettland und Estland folgten 1991. 2004 traten alle drei Länder der EU und der NATO bei. Bei meinem Besuch im Herbst 2021 verließ ich Narva in Richtung estnische Hauptstadt Tallinn. Estland ist sehr ländlich geprägt. Viele Menschen zieht es in die boomende Hauptstadt. Hier lebt rund ein Drittel der Bevölkerung des Landes. Im Außenquartier der Stadt traf ich mich mit der Familie Fillig. Reid Fillig war eine der treibenden Kräfte im Unabhängigkeitskampf der Esten. Tochter Maja Lisa war als Kind an den Demos oft dabei. Selbstverständlich auch in der Menschenkette. Jedes Mal, wenn wir an diesem Ort vorbeifahren, ein Bauernhaus in einer Kurve, sagt jemand im Auto, hier standen wir. Ich denke, jede Familie erinnert sich daran. Dass Estland zwei Jahre nach diesem denkwürdigen Tag unabhängig würde, hatte sie damals noch nicht zu träumen gewagt. Es war der 16. Oktober 1992, ein Jahr nach der Unabhängigkeit. Da bekam ich meinen ersten estnischen Pass. Und wie war's? Es war wow. Der estnische Pass, endlich. Es war wie ein Traum. Aber wir hatten immer gewusst, eines Tages wird es passieren. Tief im Herzen wusste jeder, es muss geschehen. So kann es nicht immer weitergehen. Wir können nicht ewig unter diesem Sowjetregime leben. Ich erinnere mich an den Tag, als ich merkte, dass etwas anders ist. Das war 1985, als Gorbatschow gewählt wurde. Sie zeigten es im Fernsehen. Mutter und Vater schrien, sie haben ihn gewählt, sie haben ihn tatsächlich gewählt. Ich habe es nicht ganz verstanden. Da war dieser Typ mit dem sonderbaren Ding an seiner Stirn. Alles war auf Russisch, aber ich erinnere mich an diesen Moment. Das Gefühl, dass die Russen wiederkommen könnten, ist das noch da? Wir haben Angst. Jeden Tag. Etwa vor 10 Jahren habe ich in Brüssel eine Ausbildung gemacht mit jungen Menschen aus ganz Europa. Ein Däne versuchte mir zu erklären, dass wir Esten paranoid seien wegen der Russen. Da habe ich ihm erklärt, mein Haus ist 80 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Ich habe noch 12 Jahre, um meine Hypothek abzubezahlen. Wenn ich die Geschichte meines Landes anschaue, gibt es keinen Grund zu glauben, dass ich jemals schuldenfrei in meinem Haus leben kann. Die Geschichte lehrt uns eher, dass die Russen kommen, bevor ich meine Hypothek zurückbezahlt habe. Viele wundern sich, wieso seid ihr so glücklich, NATO-Truppen in Estland zu haben? Aber das ist unsere Versicherung. Der Versicherung begegneten wir dann tatsächlich auch. Kurz nachdem wir die Grenze zu Lettland überquert hatten, trafen wir zufällig auf eine Übung von NATO-Staaten. Ist das eine NATO-Übung oder eine baltische? NATO. Wir haben die lettische Nationalgarde zusammen mit Gästen aus Dänemark, Estland. Dänemark from Estonia. Ah, sehr gut. Vielen Dank. Thank you very much. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wurde hier das Truppenkontingent der NATO nochmals aufgestockt. Thank you.
Während in der Ukraine der Krieg tobt, ist es am Stadtrand von Tallinn friedlich. Oh, hallo, hallo. Tag, schießen. Wie geht es? Alles gut? Willkommen in unserem halbverbrannten Garten. Er ist wunderbar. Letztes Jahr, als wir uns trafen, hatten Sie ein bisschen Angst vor dem, was geschehen könnte. Haben Sie jetzt mehr Angst vor Russland als früher? Einerseits ja, andererseits nein. Die russische Invasion in der Ukraine zeigt, dass es keine rationale Analyse mehr gibt, die Russlands Vorgehen erklären könnte. Man muss also auf alles gefasst sein, auch auf einen weiteren sinnlosen Krieg. Andererseits ist es so, die großen russischen Verluste in der Ukraine haben die Wahrscheinlichkeit für einen Angriff reduziert, zumindest in den nächsten Jahren. Es gibt jetzt diesen Witz in Estland, wir sind so sicher wie seit Jahren nicht mehr. Die Russen haben in der Stadt Pskov Elitetruppen. Diese sollen angeblich bis zu 60% ausgeschaltet worden sein. Einer unserer hohen Verteidigungsbeamten wies darauf hin, dass wir eines der ersten Länder waren, die Waffen in die Ukraine geliefert haben, sogar vor der Invasion. Panzerfäuste und so weiter. Und der Beamte sagte, wir haben diese Waffen gekauft, um russische Panzer in die Luft zu jagen. Wenn die Ukrainer diese Waffen brauchen, um russische Panzer zu zerstören, dann haben diese Waffen ihren Zweck erfüllt. Wie nehmen Sie hier die unterschiedlichen Reaktionen wahr zwischen West- und Osteuropa? Zum Beispiel zwischen Deutschland, Frankreich und den baltischen Staaten oder Polen? Ein Stück weit sind wir enttäuscht, vor allem wegen ihrer zurückhaltenden Reaktionen. Diese ganzen Telefongespräche zwischen Putin und Macron oder Putin und Scholz und so weiter. Man sprach doch auch nicht mit Saddam Hussein, also auch nicht mit Putin. Für uns ist Putin wie Saddam Hussein oder Hitler. Für uns ist das leicht zu verstehen. Warum verstehen die das nicht? Nun, Sie sagen, es wird eine politische Lösung geben am Schluss. Darum muss man mit Putin sprechen, früher oder später. Ja, aber es kann keine politische Lösung geben, bei der die Ukraine Territorium abgeben muss. Weil wenn sie verfolgen und wissen, was in den von Russland besetzten Gebieten geschieht, das kann Europa nicht akzeptieren. Es geschieht dort das Gleiche wie hier in Estland zu Zeiten der Sowjetunion. Also wenn ihr den Russen freie Hand lässt, wieso sollten sie nicht uns wieder attackieren in 5 Jahren? Wenn sie damit jetzt durchkommen? Können Sie die Schweizer Position verstehen, die neutral ist, auch wenn jetzt bei uns Anpassungen diskutiert werden? Ganz klar nein. Wenn du hier neutral bist, dann unterstützt du den Bösewicht. Vor allem, wenn Neutralität heißt, andere daran zu hindern, den Guten zu helfen. Wenn du neutral bist, dann sei es, behindere aber andere nicht. In welchem Sinn? Wir hören hier, wie die Schweiz andere Länder daran hindert, in der Schweiz fabrizierte Waffen in die Ukraine zu liefern. Das ist nicht neutral. Die Idee davon ist, du lieferst keine Waffe in ein Land, das gerade Krieg führt. Das ist eine sehr komfortable Haltung, wenn du im Zentrum Europas lebst. Wir können uns diesen Luxus nicht leisten. Bedrückend. Dieses Wort beschreibt wohl am ehesten die Atmosphäre, die ich auf meinen Reisen auf beiden Seiten der Grenze erlebte. Selbst wo im Herbst 21 noch versöhnliche Töne zu vernehmen waren, scheint der eiserne Vorhang in den Köpfen vieler Menschen immer mehr zugezogen zu werden. Die Russen, die nicht einverstanden sind, können nichts tun, außer schweigen oder das Land verlassen. In den baltischen Ländern geraten die Menschen nicht in Panik. Die Härte ihrer Aussagen macht aber deutlich, der Nachbar ist ihnen unheimlich. Eine latente Bedrohung schwebt ständig in und über ihren Köpfen. Ich fahre zurück in die Schweiz im Schoß Europas. Als Korrespondent versuchte ich jahrelang, einen bescheidenen Beitrag zu leisten, um die Gräben zwischen Russland und dem Westen zu verkleinern. Jetzt sind sie wieder tiefer denn je.